Wir lernen online ist freie Bildung zum Mitmachen. Wir sind eine Internetplattform, auf der man freie Bildungsmaterialien finden kann und somit auch nutzen kann. Wir richten uns mit Wir lernen online an Lehrkräfte, an Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern, also an all diejenigen, die jetzt die Herausforderung haben, digitalen Unterricht zu konzipieren oder auch digital zu lernen. Und wir machen eben freie Bildungsmaterialien so auffindbar, dass Lehrkräfte den direkt über Fachportale Unterrichtsmaterialien finden und auch weiterverwenden dürfen. Wir lernen online wird umgesetzt von Wikimedia Deutschland und edusharing.network. Wir sind die beiden Projektpartnerinnen, die sich das Projektmanagement teilen. EduSharing baut oder konzipiert das Herzstück von Wir lernen online, die gesamte Softwarearchitektur, und ist dafür zuständig, die digitale Technologie so nutzerfreundlich wie möglich den Lehrkräften zur Verfügung zu stellen. Und Wikimedia Deutschland ist dafür zuständig, dass sich möglichst viele Menschen an diesem Projekt Wir lernen online beteiligen. Wir holen Community in das Projekt und animieren sie, das Projekt, das Portal mitzugestalten. Und wir sind auch daran beteiligt, dass die Redaktion arbeitsfähig ist und die freien Bildungsmaterialien, die es auf Wir lernen online gibt, dass die eben möglichst gut auffindbar und nutzbar gemacht werden für die Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Eltern. Wir lernen online wird finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wir sind Teil der Corona-Soforthilfe. Ein Großteil dieser Projektgelder geht an die HPE Schulcloud, die bundesweit ausgerollt werden soll. Und Wir lernen online ist Teil dieses Projektes und wir wurden beauftragt, Open Educational Resources und andere freie Bildungsmaterialien schnell für Lehrkräfte auffindbar und nutzbar zu machen. Wir berücksichtigen freie Bildungsmaterialien mit dem Schwerpunkt auf Open Educational Resources, also OER-Materialien, die somit frei für Lehrkräfte verwendbar sind. Sie können sie vervielfältigen, verändern. Im besten Fall würden wir nur OER-Materialien zur Verfügung stellen, da aber die Landschaft nicht nur OER-Materialien zur Verfügung stellt, haben wir auch andere freie Bildungsmaterialien, die eint, dass sie kostenlos sind und dass sie eben auch ohne rechtliche Probleme von Lehrkräften verwendet werden können. Offenheit spielt eine große Rolle im Projekt. Das liegt sicher auch an den beiden Projektpartnerinnen, EduSharing und Wikimedia, die wir beide von Offenheit getragen sind in all unseren Aktivitäten. Wir haben das Projekt ganz offen aufgesetzt. Es gibt, alle Materialien sind auffindbar, alle unsere Protokolle, alles wird offen diskutiert und kommuniziert. Wir leben Offenheit auch in der Kultur des Teilens, der Transparenz, und auch die gesamte Software ist Open Source basiert, sodass eben auch das offen ist und wir somit Offenheit in allen Facetten des Projektes leben. Im zweiten Halbjahr kann man noch einiges bei Wir lernen online erwarten. Zum Schuljahresstart in den meisten Ländern, also so Mitte August, werden wir Themen und Fachportale veröffentlichen. Das heißt, wir werden die Suche oder das Finden von Lehr- und Lernmaterialien noch besser machen. Momentan ist Wir lernen online vor allen Dingen eine Suchmaschine. Mit den Themen und Fachportalen wollen wir Materialien kuratiert Lehrkräften zur Verfügung stellen. Das ist ein großes Projekt für das zweite Halbjahr, das auch die Mithilfe von Community nochmal braucht. Wir brauchen noch Unterstützung, vor allen Dingen bei dem Füllen der Fachportale, also gerne mitmachen. Dann ist für das zweite Halbjahr vor allen Dingen auch geplant, mit den Ländern in die Gespräche zu kommen, weil Wir lernen online ist angetreten, in möglichst viele unterschiedliche Lernsysteme, in die unterschiedlichen Schulclouds zu kommen. Dafür müssen wir Kooperationsgespräche mit den Ländern führen und hoffen, dass wir lernen online dann möglichst vielen Lehrkräften über unsere eigene Internetseite hinaus zur Verfügung stellen können.
Und dann steht natürlich an, dass wir Wir lernen online verstetigen wollen über dieses Corona-Soforthilfe-Projekt hinaus, über 2020 hinaus, mit Wir lernen online vor allen Dingen eine Community schaffen wollen, die auch langfristig freie Bildungsmaterialien zum Mitmachen zur Verfügung stellt.